Angst und Panik. Terroristen erzeugen diese gerne, um den Staat als Monster vorzuführen, um die Gesellschaft zu destabilisieren. Aber man kann Angst und Panik nicht nur über physische Gewalt erzeugen, man kann sie auch über psychische Gewalt erzeugen. Ja? Also wenn ich Menschen richtig Angst mache, dann werden sie vieles tun, was sie bei nüchternem darüber nachdenken nicht täten. Ja, im Moment sind wir gesellschaftlich in so einer Phase. Bei der nüchternen Betrachtung der Zahlen aus dem RKI-Bericht oder bei der nüchternen Betrachtung der Aussagen vieler Epidemiologen, die sich mit der Situation auskennen, käme man nicht auf die Idee, dass irgendeine Regierungsmaßnahme jetzt noch etwas bringt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Man könnte das alles sofort sein lassen und uns wird's gut gehen. Und ich hätte weniger Angst, an einem Herz-Kreislauf-Leiden zu versterben. Warum sage ich das? Weil ich in einem Alter bin, in dem Menschen Probleme haben mit dem Herzen. Und wenn man sie irgendwie zusätzlich belastet, psychisch, dann kann das durchaus nach hinten losgehen. Und Herz-Kreislauf-Leiden und Krebsleiden, die befinden sich in sechsstelligen Mengen pro Jahr. Also jenseits der 100.000 geht das irgendwo los. Und wir tun wahrscheinlich noch zu wenig dagegen. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass die Menschen in Ruhe und Frieden leben können und nicht in Angst und Panik, damit es ihnen gut geht, damit sie länger leben. Das wäre tatsächlich eine Maßnahme, die einem Gesundheitsminister gut stehen würde. Ne? Dazu könnte man zum Beispiel den Risikoforscher David Siegelhalter mal zitieren. Der beschäftigt sich mit Mikromords. Ich hoffe, ich habe seinen Namen jetzt richtig genannt. Vor ein paar Jahren gab es im Spiegel einen Artikel, ein Interview mit diesem Herrn. Der ist Ritter der Queen in Great Britain und erzählt da ein bisschen was zum Thema German Angst. Und na gut, also wenn man weiß, dass Frau Merkel gerne mit Nudging regiert und den Leuten gerne ein bisschen Angst macht, dann ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Deutschen mehr Angst haben als andere Völker dieser Erde. Ja? Also wenn man immer nur erzählt kriegt, hier ist ein Risiko, da ist ein Risiko, dort ist ein Risiko, dann kriegt man halt Angst. Risikoforscher bringen die Angst an die richtige Stelle. Ja? Die können einem erzählen, wie viel gefährlicher Radfahren ist gegenüber Autofahren. Die können einem erzählen, wie viel gefährlicher das Segelfliegen ist gegenüber dem Besteigen eines Jumbojets. Die können einem erzählen, wie gefährlich es ist, von einem Dach runterzuspringen, ach, was sie sich ausdenken, völlig egal. Ja, also das Risiko kann man berechnen von diesen Sachen. Ich wundere mich, dass das Risiko noch nicht berechnet wurde, an Corona zu versterben. Gestern auf der Stadtautobahn in Berlin fand eine Jagd auf Motorradfahrer statt. Von einem Typen, der nicht ganz dicht in der Birne ist. Ja, also, ich weiß nicht, wie viel der auf die Art und Weise umgebracht hat. Handvoll oder so? Ja, also mehr als zurzeit tatsächlich an Covid-19 versterben. Und diese Art von Brutalitäten, die findet jeden Tag überall statt. Was tun wir dagegen? Ich kann nicht erkennen, dass wir da irgendwas Vernünftiges dagegen tun. Ja, wir haben ja noch nicht mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. Da würde ja 150 auch schon mal ein guter Anfang sein, weil wenn ich auf der Autobahn mit dem Auto unterwegs bin, knallen da manchmal Autos vorbei, da denkt man, die fahren 250. Dürfen die ja auch auf manchen Strecken, ne? Was soll das? Quatsch.
Also wir leben tatsächlich in einem Land, in dem es noch diverse Risiken gibt, die weitaus höher sind als das Risiko, an einem Coronavirus zu versterben. Ja? Einfach mal den RKI-Lagebericht nehmen, da reingucken und dann erweist sich dieses ganze Geschwätz, mit dem wir hier den ganzen Tag vollgesülzt werden, einfach nur als Gefasel von ängstlichen Menschen. Ja, ist so. Wir haben noch nicht mal eine Übersterblichkeit in der Welt. Suchen Sie mal dieses Jahr nach Grippetoten, werden Sie nicht finden, sind alle umgelabelt. Sind dieses Jahr alles Corona-Tote. Und das sind dann auch noch weniger als in den Jahren zuvor. Ja? Also gucken Sie sich mal genau die Zahlen an. Es ist ein Irrsinn, was uns hier gerade erzählt wird. Völliger Blödsinn. Risikoforscher, das sind die Männer und Frauen der Stunde, die man zu befragen hat, wenn es um Corona geht. Und die bringen die Kirche wieder zurück ins Dorf und dann geht es uns allen wieder gut. Ruhe und Frieden. Kommen Sie zum großen Friedensfest am 29.08. in Berlin und wünschen Sie sich Ruhe und Frieden. An der Propagandafront für Angst und Panik in Berlin. Schicken Sie diese Politiker zum Teufel. Da können Sie sich dann impfen lassen, wenn Sie wollen. Ich nicht. Schönen Tag.